Hallo, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Infokanal rund um Minecraft, Bucket, Tekkit, Feed the Beast, Mods, Plugins, Texture Packs, Server Packs, Serverkonfigurationen. Jo, es gab ja mal einen Zuschauer beim Kanal, der meinte, ich sollte dringend mal ein Tutorial machen zum Brauen. Das habe ich schon mal gemacht. Da gibt es irgendwo, müsst ihr auf meinem Wiki mal gucken. Das ist da bestimmt verlinkt. Aber ich habe das hier mal ein bisschen anders gebaut. Da werde ich also die Tage nochmal drauf kommen. Was ich euch hier jetzt erstmal zeigen möchte, ist also eine Steuerung des ME-Systems. Ihr seht also hier so ein Wireless Receiver. Und natürlich hier entsprechende ME-Anschlüsse, da kommen wir gleich noch zu. Und zwar zeige ich euch mal die Gegenseite. Die Gegenseite, das ist meine Stadtapotheke hier. Also die Apotheke ist jetzt hier oben, kann man mal reingucken. Ne, also mal einfach hier, das ist der Verkaufsraum. Na, ich würde gerne fliegen. Ne, also einmal hier mit so einem kleinen Biogarten drin, Kräuter und Co. Und dann hinten die ganzen Trailomats. Und hier hinten sind also auch noch ein paar Trellomats und naja gut, hier oben sind also ein paar Regale, die noch gefüllt werden müssen. Und ein paar Truhen, naja gut, so ist das halt in der Apotheke. Und jetzt zeige ich euch mal das, worum es eigentlich geht in diesem kleinen Tutorial. Und zwar geht es darum, dass wenn jetzt hier oben einer aus dem Trellomat da etwas entnimmt, dann muss ja in der Kiste jetzt quasi, jetzt sagen wir als Beispiel, Potion of Fire Resistance 8 Minuten oder was auch immer wieder sein. Und wenn das dann nicht mehr ist, dann soll das halt irgendwoher nachgerückt kommen. Aber hier ist natürlich keine Fabrik und hier ist gar nichts außer eben dieses ME-System. Die Fabrik ist eben auf der anderen Seite. Da, so, okay. Also das ist die Fabrik hier oder die Braugeschichte und von hier aus wird das halt über diesen Item-Tesseract darüber geschickt. Und weil das ein bisschen, naja, unübersichtlich in dem Keller ist, habe ich euch den prinzipiellen Aufbau mal hier gezeigt. Und zwar ist das jetzt quasi ähnlich. Das sind im Grunde zwei ME-Systeme. Also zum Beispiel dieses hier entspricht dem hier hinten. Und das hier hinten entspricht dem in der Apotheke. So, ja, wie machen wir das jetzt? Wir haben jetzt hier, na, da haben wir mal 12 so eine Dinger drin. Die nehmen wir mal raus. Hier hinten sind auch noch welche, tun wir mal raus. Und jetzt, sagen wir mal gucken, das ist alles leer, sehr schön. Jetzt ist das ganze System hier leer, hier gibt es jetzt keine Items drin. Und ich erzähle jetzt erstmal was ein bisschen zu den Einstellungen. Also das ist ein ganz einfaches ME-System, natürlich hier oben mit Energie. Und hier hinten ist ein Turbo mit einem Storage. Was? Und den Storage, was habe ich erklärt? Bitte kümmere dich mal um die Enderperlen. So, dann habe ich hier einen Export-Bus, dem habe ich gesagt, kümmere dich auch mal um die Enderperlen. Und exportiere die. Und der Item Tesseract, der ist hier auch temporär einfach hier eingestellt. Das ist quasi die Sendeseite im Verhältnis zu dem hier, wo dann eben die Empfangsseite ist von dem temporär. Und da kommen wir gleich drauf. So, dann habe ich hier einen Wireless Receiver, das hatte ich ja gerade schon gezeigt. Der empfängt im Grunde genommen ein Signal von diesem Wireless Transmitter. Und der Wireless Transmitter, das ist quasi das Feedback dieses ME-Systems an dieses ME-System. Das heißt, dieses ME-System steuert das ME-System. Und weil das eben so ist, kann man sagen, dass das System in der Apotheke diese Fabrik steuert. Die ist noch im Aufbau, aber hier vorne der Teil eben die Braumaschine, bis hin zur Potion of Fire Resistance 8 Minuten oder also 3 Minuten, da kommt das Redstone dazu, es ist 8. Also diese Maschine hier wird gesteuert von der Apotheke und zwar auf folgende Weise. Die Items kommen hier an, werden dann natürlich in dieser Truhe gelagert und dieser Storage Bus weiß dann halt, so und so viele Items sind da drin. Wenn der das weiß, sagt er diesen Level-Emitter, hör mal, das kann man hier einstellen, emits when levels are below limit. Ja, also das gibt ein Redstone-Signal dann aus, wenn das Mindestmaß unterschritten wird. Jetzt habe ich dem gesagt, sobald das unter 10 geht, mach bitte ein Redstone-Signal. Und genau das hat er natürlich hier, weil es ist ja leer.
Wenn das jetzt hier hinten zum Beispiel, sagen wir mal 10 solche Enderperlen drin wären, dann ist das Signal natürlich aus. So. Wenn dieses Signal also an ist, sendet das hier rüber und der empfängt, jawohl, da ist ein Redstone-Signal an. Exportiere mal fleißig das, was in der Truhe ist, da raus. Ja, und das kann man natürlich auch noch sagen, möglicherweise hier Move Single Items und Craft. Das ist natürlich eine Geschichte, wenn also sozusagen hier in diesem ME-System auch noch eine Fabrik angeschlossen wäre, in dem die Items erst hergestellt werden müssten, die man hier exportieren will. Aber wir haben das ja für das Beispiel hier einfach gemacht. Wir haben jetzt hier ein paar Enderperlen, die schmeißen wir mal hier rein. Ja, und ihr seht schon, nimmt die Anzahl der Enderperlen ab, bis es 16 minus 6 sind, denn dann sind ja auf der anderen Seite, hier hinten in der Truhe, unsere 10 angekommen. Damit ist dieses Signal aus und weil dieses Signal aus ist, ist auch dieses hier nicht mehr aktiv, denn der soll ja nur aktiv sein, wenn ein Signal ankommt. Aktives Signal. Ja? Das heißt, hier von dieser Speichereinheit, ob das jetzt so eine Holztruhe ist oder irgendeine Festplatte vom ME-System oder was auch immer, von da aus wird das hier quasi über diesen Tesseract rübergeschickt. Dieses System meldet zurück, jawohl, ist genug da, hör auf mal zu transportieren, brauchen wir jetzt nicht. Ja, und diese Art von Kombination, die habe ich halt verwendet, um das zu steuern, dass dieser Braustand hier von der Apotheke aus gesteuert wird. Zeigt nochmal ganz gut, also hier seht ihr quasi den Transmitter mit dem Level-Emitter, der sagt, wenn hier so und so viel 10 drin sind, so wie gerade, nur dann eben die Potions, ja, dann bitte mach ein Signal, wenn das unterschritten wird, und sende zurück an den Braustand, dass er was nachproduziert. Der schickt das dann per Tesseract hier hin, das geht in die Truhe, wird hier von diesem Basic Import, was in das ME-System hineingesogen und wird dann halt hier hinten über diesen Storage Bus in der Truhe gelagert. Ja, also auf die Art und Weise funktioniert das System sehr, sehr schön. Und ja, dann wünsche ich mir jetzt quasi, dass nur noch ein paar Leute zum Einkaufen kommen. Schließlich lebt eine Apotheke vom Umsatz. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Nicht die Apotheke, könnt ihr eine eigene erfinden. Aber so diese Transporttechnik und die Steuerung von zwei ME-Systemen, die sich gegenseitig steuern, und zwar automatisch über beliebige Entfernungen, das ist ganz schön und ist auch nicht sonderlich serverlastig. Auf die Art und Weise habt ihr bestimmt eine Menge Spaß, weil Fabriken eben komplexer und interessanter gebaut werden können. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schaut den Kanal immer mal wieder, da gibt es immer wieder neue Sachen. Und wer sich natürlich automatisch informieren lassen möchte, was es Neues gibt, abonniert den Kanal. Da kommt quasi automatisch, wenn was Neues kommt, ein Update raus und ihr werdet das mitbekommen. Klar, schreibt in die Kommentare, logischerweise, wenn ihr etwas an Ideen habt und besser machen würdet oder anders machen würdet. Wenn ihr selber Ideen habt, kommt auf den Server, macht mit, baut es, zeigt es uns. Wir finden dann einen Weg, das über YouTube zu verbreiten oder baut selber auf eurem Server was oder auf eurem wie auch immer. Macht einen Film, zeigt mir den Film irgendwie auf eurem Kanal. Ich schaue mir das an und dann vernetzen wir das über MyWiki, sodass euer Kanal dann auch vielleicht davon profitiert. Apropos Wiki, klar, das ist natürlich die Schwemme. Schaltzentrale, in der wird alles verlinkt und der wird sozusagen mein ganzer YouTube-Channel aufbereitet, so dass man relativ schnell unter verschiedenen Suchkriterien und Aspekten immer wieder was findet. Jo, auf die Art und Weise wünsche ich euch was viel Spaß. Wir sehen uns bei einem der nächsten Tutorials oder in einem der vorhergehenden. Also bis dahin viel Spaß und baut schön nach und lasst euch selbst was einfallen. Bis dann, ciao.